Wir sind heute im Allgäu und treffen den Betriebshilfe-Award-Gewinner Andreas Rohrmeier auf dem Betrieb von Carina Nuschler, die Andreas für den Preis vorgeschlagen hat. Sag mal, Andreas, wie war es denn, den Award überreicht bekommen zu haben? Ja, war für mich auch völlig neu. Also jetzt, gut, ich habe zwar früher auch Musik gespielt auf der Bühne oder so, aber so frei da vorne stehen und dann geehrt zu werden, das ist schon ein gutes Gefühl. War ich dann schon ein wenig überwältigt, ja. Und was sagt Carina, die bei der Ehrung in Kassel ja mit vor Ort war? Wenn das jemand verdient hat, dann der Andreas. Also da gibt es für mich gar kein Wenn und Aber. Ich habe jetzt ein paar Betriebshelfer auch da gehabt, die machen alle eine tolle Arbeit. Aber der Andreas hat mit seiner Erfahrung und was der das Jahr bei mir geleistet hat, das gibt, glaube ich, keinen Zweiten, der das so machen kann. Was war der Grund, warum Andreas 2016 zu euch auf den Betrieb kam? Am 3.7. hat mein Mann, haben wir nur zusammen gefrühstückt und dann hat er gesagt, er hilft heute Bekannten beim Mist raustun. Das ist ein älteres Ehepaar aus Kirchdorf und für die hat er, da hat er immer schon geholfen und ja, für die war er auch wie ein Bub eigentlich. Und dann ist er dann runtergefahren und vormittags ist dann der Anruf gekommen und dann bin ich runtergefahren und da war dann schon, ja, war Notarzt und Sanka alles da. Die haben dann versucht wieder zu beleben und war aber nichts. Wollte nicht bei uns bleiben. Es war nicht immer einfach und im Dezember 2017 habe ich dann kurzzeitig einmal, da ist mir es nicht gut gegangen und habe zum Andreas gesagt, ich glaube, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr. Und ja, dann haben wir da 2 Monate so ans Aufhören gedacht und alle Möglichkeiten durchdacht gehabt, aber es war einfach nichts dabei und dann ist die Arbeit im Frühjahr wieder losgegangen und dann habe ich es wieder gepackt. Dann habe ich gesagt, ich will das und jetzt aber richtig, ja. Ja, sie hat sich immer sehr für Tiere interessiert, wollte auch immer alles wissen und hinterfragt und selber machen, hat sich auch getraut, selber was zu machen. Ja, und dann habe ich halt das auch gefördert dann. Ich bin gern unter Menschen und ja, als Zahnarzthelferin hat man die Patienten und den Umgang mit den Leuten und ja, für meinen Mann war das okay und wenn er Hilfe braucht, hat habe ich geholfen und sonst habe ich meine Arbeit und Kinder und Haushalt nachgehen können. Heute bin ich Landwirtin, Mama und einen großen Haufen Chaos, aber ja, ich mache das mit Leib und Seele. Das ist mein Beruf jetzt und ich mache das gern. Ich bin stolz, dass es den Betrieb noch gibt. Ich habe jetzt vor, dass ich mit meinem Freund schaue, dass der Hof weitergeht und der Andreas unterstützt uns da ganz, ganz arg. Und bevor ich meine Felder selber angeschaut habe, ist der Andreas schon rumgefahren und weiß Bescheid. Und ja, der lässt mich nicht den Stich. Egal was ist, ich kann jederzeit anrufen und wenn Notfall ist, kommt er und sonst kommt er auch sofort. Bei mir haben jetzt ja echt ein gutes Verhältnis, auch mit seiner Familie. Der kommt abends vorbei einmal und es ist einfach nett. Ich bin froh, dass er kommt und habe Angst, wenn er sich mal eine Woche lang nicht meldet. Ja. Im Winter dann mal Christbaum loben, da kommt dann meine Frau auch mit und das ist eigentlich eine nette Freundschaft entstanden. Ja. Wir vom Maschinenring wünschen Carina und Andreas viel Erfolg für die Zukunft und einen guten Appetit.